Hallo und herzlich willkommen, Freunde. Ihr werdet euch sicherlich jetzt fragen, warum jetzt nochmal Thimbleweed Park? Das Let's Play ist doch schon vorbei. Ich habe es in vielen Kommentarantworten schon geschrieben. Es wird Bonusteile geben, weil mich zu viele Leute auf zu viele Sachen hingewiesen haben, die ich noch nicht gemacht habe. Und das wird jetzt alles in den Bonusteilen nachgeholt. Und als besonderes Schmankerl habe ich mir was überlegt. Nämlich, ich habe mir den Herrn, Menschen, Gott, Spiele-Junkie dazu eingeladen, der dieses Spiel besser kennt wie seine linke Hosentasche. Und das ist und bleibt der Sven Q45. Hallo. Ja, und weil der mir nicht reicht, habe ich mir noch einen dazu geholt, der das Spiel auf einmal ganz lustig findet und sich das jetzt ein bisschen mit anschauen möchte. Ja, und er kennt ihn alle. Ich sage nur, Troy McClure. Hola, Senor. Das war Spanisch. Ja, und das war die Sendung mit der Maus. Ja, aber also meine andere Lach- und Sachgeschichten. Naja, Krach- und Sachgeschichten. Also der Sebastian dabei und der Sven. Und der Sven wird mich, / uns, jetzt hier durch die Bonusteile führen, weil er wieder Sachen nicht gefunden hat, weil der Sven hat Sachen nicht gefunden. Du. Ja, ja, deswegen sage ich ja, dass er uns jetzt hier durch das Spiel führt. So, und wir laden einen Spielstand. Ich habe den ältesten leider vor 10, also 10 Stunden 7 gespielt. Das ist der älteste Spielstand. Und hier, wie gesagt, in den Bonusteilen kümmern wir jetzt uns um alle Dinge, die ich im Let's Play nicht gemacht habe, nicht gefunden habe oder vergessen habe, was auch immer. Und wir fangen an. Oh, wir haben die Spielehalle können wir erst später machen. Agent Ray ist schon ganz aufgeregt, Sven. Ja, du musst auch mit Ransom. Also Ransom sie hat schon los. Sehr viel Ähnlichkeit mit Agent Scully. Also Ron Gilbert wurde im Interview gefragt, die haben nichts mit Mulder und Scully zu tun, weil die Nein. ja keine Partner sind. Nein, deswegen Nein, sehen ja nur ähnlich aus. Nein, aber die sind kein Partner, Ray. Beide haben andere Ziele. So, ich habe nämlich Ransom. What brings you here to darken my day? Ja. Finally gonna give me the scoop on your career meltdown? You tabloid hack. Was könnte das Piep bedeuten? Fick oder leck? Ja, wahrscheinlich. Egal, das überlassen wir. Aber es kommt ja später noch ein Update, wo das alles nicht mehr. Ja, das habe ich jetzt auch schon wieder erfahren eben vom Sven. Dass es ein Update für das Spiel geben soll, wo die Pieps nicht mehr da sind von Ransom. Ja, weil die normalen Sprachaufnahmen sind ja nur alle da. Na, das glaube ich. Also, der Sven hat mir gesagt, dass ich mit Ransom dem Clown hier bei den Nickel News ein Interview nicht gemacht habe und dazu müssen wir hier im Gespräch immer die erste Antwortmöglichkeit nehmen. Ja, weil das halt zu Ransom am besten passt. Naja, natürlich. Why the f*** are you so interested in my story? I think it would make a great human interest piece. People love stories about washed up former celebrities. Not to mention it gives you a chance to get back in the limelight. Okay, let's do the f***ing interview. You won't regret this. Dein neues Lieblingswort, Tom. So, Ransom, a few years ago, you seemed to be at the top of your game with a successful career. Then out of nowhere, you publicly crashed and burned, your former life suddenly a flaming wreckage. Tell our readers in your own words, why your career hit the skids. Also der Komet ist, denke ich mal, auch wieder eine Anspielung. Und was müssen wir jetzt nehmen? Weil deine Leser einen... Oh, das Gemeinstern. Gemeinstern. Die politische Korrektheit über die Stränge geschlagen ist. Vielleicht waren die Leute der Beleidigungen müde. Ich habe der ein oder andere schlechte Entscheidung getroffen. Kein Kommentar. Ja, das erste würde ich sagen. Nein. Oder? Ja. Because my audience read your rag of a paper. It lowered their IQ so much they couldn't appreciate good comedy. Oh, I didn't realize people needed a PhD to understand the nuance of fat jokes and cuss words. Moving on. A question I would love for you to answer is, why don't you take off your makeup? Are you just a committed performer or a performer who needs to be committed? Warum hörst du nicht auf, aus deinem piependen Hintern zu reden? Ich muss dem Pöbel meine Kunst nicht erklären. Ich erinnere mich an bessere Tage. Ehrlich, ich kann das verübte Zeug nicht runterkriegen. Tja. Also auch wieder das erste, ja? Das erste, ja. Why don't you stop talking out of your ass? Some things people just can't seem to do. Nice. Let's talk about happier times now. Tell me about one of the highlights of your career. Genug Geld zu haben, um zu kaufen, was zum ich wollte. Mein Auftritt bei Wetten, dass wahrscheinlich all die Comedy-Preise, die ich gewonnen habe, Menschen zum Lachen bringen. Oh. Having enough money to do whatever the f*** I wanted. Having a
enough money to eat caviar out of a supermodel's belly button while Yo-Yo Ma serenaded me on my own jet flying to a private island in the Bahamas. Having enough money that my coke habit made Scarface look like a casual user. Lovely. Moving on. I heard rumors around town that you were planning to get a line of ransom dolls made. What happened there? Der einzige kleine Ransom, der mich interessiert, steckt in meiner Hose. Die Beep Chuck ist passiert. Ich glaube, die Puppen waren nicht wirklich gefragt. Ich habe so einige. The only little ransom I care about is in my pants. I can introduce you if you like, sweet cheeks. As I'm sure little is the operative word, I think I'll pass. Let's move on. Seems you have little to keep you here in Thimbleweed. Why did you stay? Dieses Rattenloch ist das Business von meiner Nummer. Diese braucht mich. Vielleicht ist es hier nur noch wieder nicht. Ich habe einen anderen Heimat. Oh. This freakshow town is a goldmine of inspiration for my act. It's the perfect place to hone my craft. Let's face it, I'm definitely not here for the hot babes. Yeah, charming. So, Ransom, any big regrets? If you could go back, would you do things differently? Ich würde zuerst einmal nicht mit dir reden. I wouldn't talk to you for a start. Other than that, probably marrying my ex-wife, not more groupies when I had the chance, not wasting more money on hookers and blow. I'll tell you something, dollface. It's not easy snorting coke through this clown nose. Ugh, I think I regret asking you this question. Finally, Ransom, do you have any big plans for the future? Zuerst einmal dir die Adresse von meinem Wohnwagen zustecken für später. Ich hole mir alles wieder zurück. Ich arbeite hart und arbeite an mir. Ich bin ganz sicher, rumheulen. I had planned on you coming back to my trailer. I'll let you honk my clown horn. That's a firm and eternal no from me, Ransom. I think that's all the questions I have. Thank you for your time. I'll let you know when the finished piece goes to print. Sure, whatever. Meint er wirklich die Nase? Naja, wer weiß, wer weiß. Also Sven, das haben wir erledigt. Was nu? Ja, jetzt gehen wir mal zu Madame... Achso, da kann ich schon mit Madame Marina. Mit wem? Egal, außer mit Ransom. Ich frage mich mal an manchen Stellen, was die für das Piep einsetzen wollen, ne? Also mal... Also ja, das ist doch eingesetzt. Ich glaube, du hast gerade kein Bild mehr, ne? Das haben die nur ausgepiepst. Ne, ich hab Bild. Du hast Bild? Ja. Okay. Faszinierend. Cast your lot before it's too late. So, und hier hat der Sven mir eben gesteckt, dass ich hier noch einige Dinge nicht habe, die ich mitnehmen können. Hast du den Sprachtäscher? Den Täscher? Was ist das? Guck mal, ob der wen schon hat. Tja. Nö. Und wo kriege ich den? Ransom? Na. Hä? Was ist das denn? Ja, da sprechen die dann auf einmal in einer anderen Sprache, auch auf Deutsch unter anderem. Ja, echt? Oder kann das sein, dass wo die Feds dann weg waren, dass das dann aus dem... Weil es kann sein, dass da das resettet wird einiges, wenn die doch, die Agenten doch rausgehen aus der Stadt. Ach so, okay. Das kann natürlich sein, ja. Was ist denn sonst noch hier? Da gibt's noch so ein Ding, wo die dann irgendwie weinen, weil das schlechte Erinnerungen aufruft. Und das wie? Scheint auch nicht mehr da zu sein. Ja, irgendwelche Augentropfen. Augentropfen? Und die liegen hier nicht irgendwie rum oder so? Normal liegen die hier rum, aber so wie es aussieht. Aber hier allein die Aufgabe, bzw. die Arbeit, hier überall diese Hotspots zu setzen. Ja. Das ist ja noch nicht das Ganze. Im Menschen hat es ja 1500 Bücher, von denen man jeweils zwei Seiten lesen kann. Unglaublich. Das sind so die Informationen, die man so nicht bekommt beim Spielen. Das ist der Wahnsinn. Haben die das eigentlich mit Absicht gemacht, alles auf Englisch? Ja, weil es... Ja, zum Beispiel einige Bücher in dem Menschen wurden ja
von Baker geschrieben hat, wo das Kickstarter und dann haben die natürlich das nicht übersetzt alles. Also es gaben ja, ja auch Leute aus Spanien und weiß was ich wo alles her. Jemand hatte in den Winra, Businessplan. Jemand hatte in den Kommentare geschrieben, dass es keine gute deutsche Übersetzung gibt und hätte man dieses Spiel in Deutsch und hätte man dieses Spiel in Deutsch übersetzt, wäre das nur eine Verschlimmerung gewesen. Meinst du, was die sprechen und so weiter? Ja, die Übersetzung halt, ne? Tja, also ich denke mal, hier oben ist nix, oder? Was? Voodoo? Voodoo-to-do. Don't touch the books unless you know what you want. Ja, ich hab noch nicht. Ich glaube, da brauchst du ewig, wenn du die ganzen Bücher dir durchgucken willst. Das glaube ich auch. Vor allem, wie hoch das Haus geht. So hoch ist das von außen gar nicht. Aber fällt dir was auf, wenn man die Leiter hochgeht? Nö. Es gibt Kletteranimationen. Das hat es bei Maniac Mansion nicht gegeben, weil denn der Speicherplatz nicht dafür gereicht hat. Oh, nicht schlecht. Also können wir hier noch irgendwas machen? Aber dafür hat man ja die Spielehalle dort. Jetzt haben sie hier... Und man kann ja Maniac Mansion kann man in der Spielehalle nicht spielen. Man kann ja die Automaten bloß angucken, bis auf einen. Mhm. Da hat er dann die Zeit... Da hat den Autospeicherplatz gefehlt. Hier hat man jetzt Speicherplatz, dafür hat ihn hier Zeit gefehlt. Deswegen kommt es im späteren Update nach. Mhm. Kann ich hier noch irgendwas mitmachen? It looks pretty ready. And I do mean ready. No way I'm touching that. Aber es wundert mich, dass die Dinger nicht mehr da sind. Nächster Punkt. Ich meine, das gar nicht aufgehoben. Was habe ich noch übersehen? Daten werden geladen. Jaja. Ja, wir könnten ja mal die Anrufe machen. Dir sprudelt's nicht gerade aus dem Mund. Smudo muss man mal anrufen. Was war denn das gerade für ein Geräusch? Das Ding... Ach so, Moment, ich habe ja... Moment, hier irgendwo war doch... Natürlich nicht, es war in der B-Street. Nein. Eine tote Stadt ist das. Ja, das finde ich leider auch ein bisschen blöd. Und du hast ja am Schluss gehört, es gibt nur Läden. Es gibt keine Häuser, wo Leute drin wohnen. Ja. Unter S... Nein, du musst unter Michael Mudoschnitt. Unter Michael? Michael, wie weiter? Da. Wo? 2159 die Nummer. Da? Ach, Smudo, da. Michael Smudo Schmidt. Okay, Sebastian, du weißt, wer das ist? Smudo? Ja, nein. Wer ist das denn? Hörst du jetzt? Schönen guten Tag und recht herzlich willkommen auf dem Anrufbeantworter von Smudo von Die Fantastischen Vier. Ich bin im Moment nicht zu haben, bitte kurze Nachricht nach dem Signalton mit Rückrufnummer, ich melde mich dann, tschüss. Tschüss. Und das hast du nicht entdeckt? Nee, das habe ich leider nicht entdeckt. Nee, ich habe sie mir ein paar Mal geschrieben in die Kommentare, aber war immer zu spät. So, wen noch? Ja, du könntest noch Gene Moxie anrufen, er war an Wuchu Island beteiligt, an A Vampire Story. Ich weiß, wen ich anrufe. Ich weiß, wen ich anrufe. Ja, ja. Kann man sich auch gut merken, die Nummer. Ne, kann man, ne? Achtung! This is the answering machine, Sven P. Österle. I will call you back as soon as possible. Komm, jetzt kommentier das mal. Was soll ich Wie lange machen? Hast du dafür gebraucht? Das hört sich am Anfang an, als wenn du Deutsch sprichst. Ich habe mir erst gedacht, wieso redet der jetzt Deutsch? Dies ist der. Das hört sich an wie dies ist ja. der. Komm jetzt synchron. Ach Mann, was ist denn jetzt hier? Die falsche Nummer. Du musst nochmal neu rausgehen. Oh. Achtung, Moment, es klingelt noch. Moment. Und. Jetzt! This is the answering machine of Sven P. Österle. I will call you back as soon as possible. Du hast das Piep vergessen. Das habe ich ja nicht gemacht, das haben ja die gemacht. Eieieiei. Du könntest auch David Fox anrufen, Gary Winnick, Mark Ferrari, der hat die Grafik dazu gemacht, auch für Monkey Island 2.
David Fox. Also ganz ehrlich, mir will sagen, die Namen sowieso alle nichts. 86, ja. 38. Also, dass Sebastian sowas nicht bekannt vorkommt, das ist, Naja. Das ist Counter-Strike. Ja. Hi, this is David Fox. I'm away from my phone now, busy working on Zach McCracken. Please leave a message and I'll get back to you. And please ignore the 60 Hertz hum. We're working on that. See ya. Also, du sollst das Summen ignorieren auch. Wer war das noch? Dummungsmaschine. Gary Winnick, er hat auch in dem Spiel mitgemacht. Auch an Maniac Mansion. Hi, this is Gary. I'm not here. I'm probably going to a movie, maybe a double feature of either The Princess Bride and Lost Boys, or maybe a Predator and Robocop. Leave a message. Bye. Er hat ja eine sehr überzeugende Stimme. Übrigens, erklär mir das mal bitte, weil, wo ich das Spiel anfangs gespielt habe, habe ich das nämlich auch gedacht und viele meiner Zuschauer haben es auch gedacht. Und haben mir es doch in die Kommentare geschrieben, dass, wenn ich hier spiele, ein Hund im Hintergrund bei mir bellt. Es ist aber gar nicht bei mir im Hintergrund, es ist im Spiel. Ja. Was hat es damit auf sich? Warum hört sich das so vertäuschend echt an? Sieh nur. Weil ein echtes Stadtfeeling halt. Ja, echtes Hundebellen ist ja der Wahnsinn. So, was gibt es denn sonst noch? Ja, Gene Moxley. Ach, Anruf oder was? So. Ja. Wieso war das so extrem leise? Weißt du, was die Aufnahmen kosten? Ja, die Aufnahmen wurden ja von jedem privat zu Hause gemacht. Naja, sie war extrem leise. Gut, was kann man denn außer als Telefonieren noch machen? Marc Ferrari hast du vergessen. Es kommen noch 2-3 Stück. Erzähl mir mal wenigstens, wer das ist. Marc Ferrari, der hat die Grafik dazu gemacht. Ah ja. Dass ich das vergessen konnte, das ist... Mich ist blöd. Du musst weiter nach rechts. Noch weit? Mark? Nee, nach links. Ja, mit K. Ach so, mit K geschrieben. Noch du das selbst nicht. Noch weiter rechts. Hä? 8442. Mark and Shannon are too pixelated to come to the phone right now. But leave a message and we'll call you back when we're high res again. Sie sind auch pixeliert, so wie die Leiche. Und wenn sie wieder in hoher Grafikqualität sind, können sie wieder zurückrufen. So, also, nächster Punkt. Dave Grossman. Ich wollte auch noch was anderes zeigen, außer jetzt hier an Leute anrufen. Haben die Leute überhaupt ein Spiel gemacht, was ich auch kenne? Ja. Dave was Grossman denn? War bei Dodge zum Beispiel beteiligt. Ja, das ist ein Spiel, das ich nicht kenne. Day of the Tentacle kennt er nicht. Nein, kenne ich nicht. Der spielt nur so komische Ballerspiele. Genau. Ja. Was war das, Dave? Grossman. Ich spiele sonst nur Spiele, da läuft immer EA-Games vor. EA, ja, das ist ja. Ich möchte einen kommerziellen Weltkonzern fördern. Ist klar. I'm sorry, no, I'm not at home. My things are packed in styrofoam. A stranger's basement holds my bones. What's left of what I was. Leave a message if you dare, here, or Ouija board, or prayer. It may not reach me. Don't despair. I'd worry more if it does. Ah, faszinierend. Hat die sich auch viel Mühe gemacht, reinzumachen. Ne? Kennst du Noah Falstein? Nö. Der hat Indiana Jones 4 gemacht. Echt? Ja, der Wahnsinn. Aber den hören wir uns jetzt, nicht an. Aber ruf mal die 8005 noch an. Bin ich mal gespannt, was das ist. Hey, wie du hören kannst, bin ich gerade nicht da. Wobei, selbst wenn ich da gewesen wäre, hätte ich aber nicht abgenommen, wenn ich gewusst hätte, dass du es bist. Versuch's bitte später nochmal, auch wenn ich wohl wieder nicht dran gehe.
danke. Wer war das? Ist nur jemand, den ich aus dem Forum kenne. Oh, super. So, jetzt. Was nu? Dann mussten die Pupsi und die atomaren Müll mit der Pflanze im Quickie-Pal benutzen. Die Pupsi? Wer hat denn die Pupsi? Ich glaube, die hatte sie. Ja. Ja. Die Pupsi habe ich aber schon mit Chuck benutzt. Hast du schon? Ja, habe ich schon. Welcome to Quickie Pal. Dann musstest du mal den Pokal füllen mit dem radioaktiven Müll. Das hat er auch gemacht. Nein, das habe ich nicht gemacht. Ja, sieh, hast du das nicht gemacht. Mit der Pflanze. Ach so, mit der Pflanze nicht. Oh, du brauchst das doch später, oder nicht? Ja, ja. Für, ich glaube, irgendwas... Oh, was war das nochmal? Du kannst es ja mehrmals füllen, das macht ja nichts. Ja, ja. Ist ja auch Wasser über... hast du damit, glaube ich, einen... Nee, hier auch schon. Ist ja so, dass wir nur ein bisschen radioaktiv hier verseucht werden, aber... Ja, der Pokal ist aus Blei. Aber es bringt halt nicht, weil er schon oben offen. Ja, eben. Ich hatte ja keine Handschuhe, kein gar nichts. Wird die jetzt auch größer? Welcome to Quickie Pal. Bin hier mal gespannt. Can I help you find anything? Achtung! Whoop! Oh no, Bernard warned me about this. Bernhard. It looks hungry. I don't have an extra finger though. Lotto-Automat. Lotto. Wo denn Lotto? Don't forget to smile at the camera. My boss likes happy people. Ja. Was nu? Sehr lustig. Du könntest aber auch mit Ransom ihn auch nochmal ein böses Gespräch mit dem machen. Ach so. Könntest du die Anti-Juck-Creme zweimal hintereinander benutzen? Welcome to Quickie Pal. Can I help you find anything? So much for better. Not yet. If I use it too soon, my might fall off. Not yet. If I use it too not yet. If I not yet. If not yet. Oh, schade, if I er use macht's it too nicht. Soon, my might fall off. Das sagt dude, ja, can you score me some more of that clown blend? I don't think so, kid. I need to be responsible for the death of your last two working brain cells. I know a chimp who could do this job better than you, face. He's more articulate, too. Dude, no way! Next time, send the chimp, cause me wanna see. Gut gekontert. How does it feel to know this is your peak? Dude, quit harshing my buzz. You sound like my mom. Nah, your mom sounds like this. Oh, yeah. Ransom. Ransom. Oh, yeah. Ransom. Wanna hear a joke? What do your mom and my clown car have in common? Dude, no. Me and 20 other clowns. Dude, stop. Stop. Böse, böse, okay. Jetzt geh mal raus. Ist eigentlich jugendfrei? Don't forget to smile at the camera. My boss geh mal likes raus. Und jetzt wieder rein. Fällt dir nichts auf, ne? Doch, der Verkäufer wurde gefressen. Aber man sieht noch das Schild von dem. Weißt du, und sie war dabei. Oh no! Oh no! Oh no! No no! Hilarious! Ihm gefällt es natürlich. Better leave it be. Better leave it be. Ach schade, können wir nicht irgendwie was hier so? Nee. Schade. Was hat es hier eigentlich mit dieser Schachtel auf sich? Gammt. It's a box with a prank on it. Ja, super. Okay. Übrigens, im Telefonbuch stehen 4000 Leute drin und 3000 Sprechaufnahmen gibt's. Nicht schlecht. Und Ron Gilbert hat gesagt, 900 davon aus Deutschland. Wow, okay. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die alle auf Deutsch sind, also bei mir ja nicht. Warum hast du es nicht auf Deutsch gemacht? Ja, ich habe gedacht, das ist ein englisches Spiel, also muss ich es auf Englisch machen. This is the answering machine. Er hat sich für eine 50-50-Variante ja. Gedacht. Die Hälfte machen wir in Deutsch und die andere Hälfte. Ne? Wie.
Also nächstes Thema. Ich hätte vorher gewusst, hätte ich da auch aufs Telefonbuch gesprochen. Aufs Telefonbuch. Sven? Hättest du aber bei Kickstarter was gegeben. Nee, das alles wird Geld kosten. Hast du das Video eigentlich anguckt jetzt?